Oh na Gott, Leute, warum haben wir hier so einen langen Raum? Wieso haben wir hier so einen langen Raum? Das riecht gar nicht gut, Leute. Das riecht gar nicht gut, oder? Oh nein! Was ist das? Oh mein Gott. Ah, lass mich in Ruhe. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal DOS. Ja Leute, ein neues Roblox-Horrorspiel, welches ich persönlich sehr krass produziert und sehr gut finde. Heute werden wir das Ganze spielen. Kurzer Disclaimer, es gibt Jumpscares, das heißt, falls ihr sowas nicht vertragen könnt, auf jeden Fall jetzt abschalten. Heute werden wir versuchen, so viele Türen wie möglich zu öffnen, Leute. Es gibt nämlich bis zu 100 Stück. Und wir gehen auch direkt mal rein, Leute. Wir wollen keine Zeit verlieren. Davor wollte ich aber noch mir ein paar Coins kaufen, Leute, weil, ja, wir holen uns ein paar Coins, Leute, falls du die Robux oder Roblox Coin kaufst, mach das doch gerne mit Starcode Jojo. Wir gehen jetzt hier rein, Leute, boom, und wir starten unser Abenteuer, Leute, in das DOS-Abenteuer. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, falls es dir gefällt, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine coolen Roblox-Videos mit zu passen. Und Leute, es geht los, nachdem laden wir Intro. Wir holen uns einfach mal, ja, Lockpicker, zwei Lockpicker. Wir holen uns mal, nee, wir holen uns keine Vitamine, Leute. Und eine Taschenlampe. Das müsste erstmal gut sein, Leute. Das müsste erstmal gut sein. Und ja, hier sind wir drin, Leute, in DOS. Dieses Spiel funktioniert in First Person. Und wir beschleunigen mal den Prozess hier, Leute. Wer will schon warten? Und es gibt insgesamt 100 Türen. Und ich finde, Leute, dieses Fenster zum Beispiel, finde ich einfach richtig gut gemacht. Und wir versuchen heute, so viele Türen wie möglich zu erreichen, Leute. Wir sind hier bei Tür Nummer 001. Dort hinten haben wir einen Schlüssel. Und diesen werden wir uns hier jetzt snacken, Leute. Und damit werden wir jetzt diese Tür hier aufschließen. Das wäre Tür Nummer 1. Und es gibt sehr viele Türen hier. Nicht Tieren, Leute. Tieren. Gibt es das Wort Tieren? Tiere? Tieren? Ne, ich glaube nicht, Leute. Und ja, hier in den Schränken kann man auf jeden Fall auch Geld finden und weitere nützliche Sachen. Und wir laufen jetzt einfach mal durch. Und es ist auf jeden Fall, Leute, ein gruseliges Spiel. Es ist zwar jetzt nicht so gruselig wie zum Beispiel The Mimic, aber es ist auf jeden Fall schon Horroraspekte. Weil es gibt sowas, das nennt sich Rush, Leute. Und das ist sehr gruselig. Vor allem, wenn man das selber spielt, kann man sich hier auf jeden Fall sehr erschrecken. Hier waren wir ein bisschen Geld. Und hier war auch ein bisschen Geld, Leute. Und ich finde die Akustik hier sehr schön, Leute. Die Fenster sind absolut Hammer gemacht. Und hier öffnen wir nochmal den Schrank, Leute, weil, oh Leute, hier hatten wir irgendwas drin. Hier hatten wir Batterien, Leute, sehr gut, Leute, für unsere Taschenlampe, sehr gut. Und wir sind jetzt schon bei Tür Nummer 8 angekommen. Wie gesagt, kannst gerne einen Daumen nach oben geben. Und was ist das hier, Leute? Was ist das hier? Das ist ein riesenlanger Gang. Du kannst gerne einen Daumen umgeben und kannst mir auch gerne schreiben, wenn du dieses Spiel schon mal gespielt hast, bis zu welcher Tür bist du denn gekommen? Und Leute, das einzige Problem hier ist, weil ich hier selber rede und mich die ganze Zeit selber höre, und Leute, ja, nein, der Rush, wir müssen in den Schrank, aber den Schrank, oh mein Gott, wir haben es rechtzeitig geschafft. Ich habe den Rush gar nicht kommen sehen. Penny hat es erwischt, Leute. Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Das war ganz knapp. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Das meine ich, was gruselig ist. Das war sehr gruselig. Und oh mein Gott, war das gerade knapp. Alter, wir sind in der letzten Sekunde einfach reingelaufen. Alter Schwede, war das knapp. Habt ihr gesehen, wir mussten uns im Schrank verstecken. Wo geht's ja weiter, Leute? Hier ist Tür Nummer 11. In dem Spiel ist es auch sehr wichtig, auf den Ton zu hören. Das meinte ich eben, Leute. Weil wenn ich hier die ganze Zeit rede, wir haben noch einen Lockpicker gefunden. Wir hätten uns eben... hier, pick that up. Wir können nicht mehr als drei Lockpickers mitnehmen. Dann, wenn ich die ganze Zeit rede, dann höre ich quasi die Ingame-Sounds nicht. Und dann habe ich ein Problem, Leute. Dann habe ich ein Problem, weil ich kann es halt einfach, ja, ich, wie gesagt, ich kann es halt einfach nicht hören, wenn dann zum Beispiel der Rush kommt. Und der Rush hat mich eben schon fast erwischt, Leute. Der hat mich, egal, es ist dunkel. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe, Leute. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe dabei. Hier geht's weiter. Ja, gehen wir aber hier durch. Zack, easy peasy. Und hoffentlich kommt gleich kein weiterer Rush, weil das wäre nicht so gut, Leute. Tür 15, wir haben schon mal... Wow, der Schrank ist umgefallen. Ich muss noch ganz kurz erwähnen, Leute, dass wir gerade 2 Uhr in der Nacht haben. Fast 3 Uhr nachts, Leute. Und das ist... oh, Vitamine. Ich nehme die Vitamine. Leute, das ist gruselig. Es ist sehr gruselig. Hier haben wir nochmal Batterien, Leute. Ich höre da irgendwas, Leute. Was ist das denn? Ist es immer noch da? Ah! Mit der Flitter. Nein! Oh mein... Leute, ich muss die Vitamine nehmen. Ich heile mich. Vielleicht rückwärts laufen. Wir dürfen das einfach vielleicht nicht angucken. Ich weiß es nicht, Leute. Was? Einfach nicht angucken. Es ist weg. Es ist weg. Oh mein Gott. Oh, Leute, ich bin fast tot. Das ist gar nicht gut. Das war gar nicht gut gerade. Alter Schwede, war das gruselig. Oh mein Gott. Oh. Kommt ein Rush? Ne, ich glaube nicht.
Oh mein Gott, okay, Leute, wenn Rush kommt, schnell in den Schrank verstecken. Kommt jetzt ein Rush? Ich weiß nicht, Leute, ich lauf schnell lieber. Ich lauf schnell lieber. Es kommt ein Rush! Schnell in den Schrank! Oh mein Gott! Oh mein... Raus hier. Nein, das hat Penny schon wieder erwischt. Ich nehm die Vitamine, es tut mir leid. Man kann sich nämlich nicht nochmal wiederbeleben. So Leute, hier müssen wir die Bilder in die richtige Position quasi bringen. Das Ganze machen wir jetzt einmal hier. Zack, jetzt haben wir das hier. Das packen wir jetzt hier hin. Yeah. Jetzt holen wir uns das hier und packen es hier hin. Zack, und das hier packen wir hier hin. Boom. Und jetzt geht der Ofen, der Kamin geht jetzt auf. Und wir sind schon bei Tür Nummer 24. Und zack, so. Dann müssen wir jetzt hier sehr wahrscheinlich wieder einen Schlüssel finden. Wobei, Leute, wir haben drei Lockpicker. Brauchen wir einen Schlüssel? Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Okay, Leute, ich versuche mal den Schlüssel zu finden. Und wenn ich ihn nicht finde, dann nehme ich aber den Lockpicker. Und dann haben wir das Problem auch geregelt, Leute. Aber der Schlüssel müsste ja eigentlich vielleicht irgendwo einfach rumliegen. Ich versuche ihn einfach mal zu finden. Vielleicht ist er ja hier. Nee, schade. Aber vielleicht ja hier im Nebenraum oder vielleicht hier sogar drin. Nee, Geld. Aber Geld nehme ich auch gerne mit, Leute. Da sage ich auch nicht nein. Oh, Leute, ein Pflaster. Sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich nehme aber jetzt Lockpicker, Leute. Das passt schon. Zack. So, haben wir die Tür aufgemacht. Und hier haben wir ein Gitter. Das heißt, wir müssen hier nach unten gehen und das Gitter öffnen. Und das schaffen wir easy peasy, Leute. Das schaffen wir easy peasy. Wo haben wir den Schalter? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und haben wir ihn hier? Hallo, wo ist der Schalter, Mr. Schalter? Wo sind Sie? Ich finde dich. Hä? Ich sehe ihn gerade nicht. Bin ich blind? Bin ich blind? Ist er hier? Ah, da ist er. Also hier haben wir ihn. Und nice. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Es ist schon so dunkel, Leute. Es ist auch schon dunkel in Real Life. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Wo geht's denn hier weiter? Können Sie mir bitte helfen Sie mir bitte? Können Sie bitte kurz warten? Da, Leute. Okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Vielleicht finden wir den Schlüssel hier. Wenn er jetzt nicht hier ist, dann werden wir einfach wieder einen Lockpicker benutzen. Weil wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Wir haben sie. Wir nutzen sie. Haben wir ihn hier? Den Schlüssel? Mr. Schlüssel? Nee. Oh Leute, die ganzen Geräusche hier, die machen mir echt Angst. Eieieiei. Und? Laufen wir hier lang? Jetzt haben wir hier durch. Ja. Alles im Rahmen. Alles ist gut. Es ist nichts los. Es kann uns nichts passieren. Warum ist hier ein umgekippter Schrank? Tür 31, Leute. Die 31er. Oh. Oh Gott, Leute. Okay. 32. Ein Rush. Schnell in den Schrank. Oh, ja, da ist es dann uns vorbeigezogen. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay. So. Leute, die Rushes sind echt krass. Die sind echt heftig. Aber machbar. Und da haben wir irgendwelche Augen. Oh Gott. Ich bin mich hier mies am Konzentrieren gerade. Ich kann nicht so viel kommentieren. Weil ich muss mich konzentrieren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Augen angucken sollte oder ob ich sie lieber sein lassen sollte. Oh Gott, die haben so viele Augen. Oh mein. Können wir vielleicht ein Pflaster? Hier haben wir vielleicht irgendwo ein Pflaster. Vielleicht hier drin. Nee, aber vielleicht können wir ja die Tür finden, um hier rauszukommen aus diesem Raum, weil ich will hier eigentlich... wir brauchen wieder einen Schlüssel. Oh nein, ich habe zwar noch einen Lockpicker, Leute, aber den will ich jetzt ungern nochmal verbraten. Ich würde liebend gerne den Schlüssel finden, aber ich will auch eigentlich liebend gerne hier aus diesem Raum raus, weil... ja, ich glaube, wir können verstehen, wieso, oder? Hier sind ein paar Augen, die mich beobachten, Leute. Ist das aber die Jojo Army? Oh, da ist der Schlüssel. Oh mein Gott, Leute, ihr habt mir geholfen. Ihr habt mir geholfen, dass ich den Schlüssel finden kann. Aber ihr beobachtet mich auch, Leute. Ihr guckt alle dieses Video hier gerade. Haben wir da unten noch Geld drin? Ja, eine Münze. Oh mein Gott, okay, Leute. Wir haben den Schlüssel. Ich darf nicht vergessen, Leute. Ich habe noch die Pillen. Und ich habe noch eine ganze volle Taschenlampe. Oh na Gott, Leute, warum haben wir hier so einen langen Raum? Wieso haben wir hier so einen langen Raum? Das riecht gar nicht gut, Leute. Das riecht gar nicht gut, oder? Oh nein! Was ist das? Oh mein Gott! Gott! Lauf, schnell, lauf! Lauf! Oh mein... Crouch! Ja? Crouch! Crouch nicht hier durch! Lauf! Schnell, lauf! Schnell, lauf! Schnell, lauf! Schnell, lauf! Schnell, lauf! Oh mein Gott! Wo lang? Da lang! Nein! Oh mein Gott, wir waren zu langsam!
Ich glaube, das muss man wirklich üben. Aber Leute, wir haben noch einen Revive. Oh mein Gott. Ja, Leute, reviven wir uns mal. Oh mein Gott. Das, ja, das habe ich leider nicht. Oh nein, wir haben alle unsere Sachen verloren, Leute. Unser Lockpicker, nein. Oh mein Gott, nein. Ey, das war so gruselig, Leute. Ich war komplett über... Oh mein Gott, wir haben ein Feuerzeug gefunden. Ich war komplett überfordert. Einfach hier haben wir einen Schlüssel. Ich war komplett überfordert gerade. Das Problem ist, ich habe gecroucht, aber ich hätte laufen müssen. Dann hätte er mich nämlich nicht eingeholt, glaube ich. Leute, wir sind gleich bei Tür 50 angelangt. Da bin ich auch jedenfalls sehr gespannt, Leute, weil... Kommt ein Rush? Nee. Ich weiß, dass bei Tür 50 etwas passiert. Jetzt kommt ein Rush, oder? Rein hier! Oh, hallo! Oh mein Gott! Übrigens, wenn man zu lange in den Schränken drinne bleibt, dann wird man hier rausgekickt. Auch nicht so eine nice Sache. Oh mein Gott! Okay, Leute. So, hier haben wir 49. Und Leute, da ist Tür 50 und oh mein Gott. Will ich hier reingehen? Will ich das? Ich weiß es nicht. Gehen wir rein, Leute. Oh mein Gott. Ah, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Leute. Wo ist er hingegangen? Okay. Ich weiß, was wir hier machen müssen, Leute. Wir müssen hier Bücher suchen. Ich denke nicht, dass ich das schaffen werde, Leute. Hier müsst ihr irgendwelche Bücher suchen und mit diesen einen Code herstellen. Und wir dürfen uns halt nicht von diesem Ding... Hier haben wir eins. X5, Leute. X5. Okay. Wir dürfen uns nicht von diesem Monster erwischen lassen. Hier haben wir noch ein Buch. Ups. Das war's. Das war's, Leute. Wir schaffen es nicht weiter als Raum 50. Leute, wenn ihr noch eine Party von sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Oh mein Gott, Leute, das war wirklich ein krasses Spiel. Es ist sehr gut gemacht, das gefällt mir, Leute. Die Akustik finde ich richtig, richtig, richtig cool. Das war's leider, Leute. Wir hätten es vielleicht geschafft. Vielleicht, Leute, wenn ihr ein Video seht und wir versuchen noch weiter zu kommen als Raum 50, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, Leute, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, habe ich es tatsächlich geschafft, bis zu Raum 100 zu kommen. Ich habe es leider nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Allerdings habe ich es nach Raum 100 geschafft. Und ihr seht, es gab noch so kleine Jumpscares von so kleinen Monstern. Und Leute, es gab auch noch irgendwie einen Mega-Rush. Ihr habt gesehen, der ist einfach zweimal mir vorbei. Ich bin aus dem Schrank raus und dann ist er einfach wiedergekommen, Leute. Und ich musste direkt wieder in den Schrank rein. Das war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass. Was es außerdem noch gab, Leute, ist der zweite Weglaufmodus, wie auch immer das genannt wird, Leute. Und ja, vor dem muss man eine Weile wegrennen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr episch aus, Leute. Leider habe ich es nicht aufgenommen, wie ich Raum 50 geschafft habe. Jedoch musste man auch diese Bücher quasi suchen. Da gab es einen Zettel, wo eine Reihenfolge von Formen drauf war. Und in den Büchern standen quasi die Formen und eine dazugehörige Zahl quasi dabei. Und da konnte man aus diesen einen Code bauen. Ich glaube, es gibt insgesamt irgendwie 7 bis 8 Büchern. Man braucht allerdings nur 5. Und wenn man den Code halt hat, kann man die Tür öffnen und dann ist man halt eben sicher. Und ja, wenn man sich im Schrank vor dem Monster versteckt, muss man ein Spiel drücken, quasi ein Spiel spielen und Q und E drücken und quasi den Herzschlag anpassen, damit das Monster dich nicht erwischt in Raum 50, Leute. Und auch in Raum 100, das sehen wir gleich. Und ja, Leute, den Rush habe ich auf jeden Fall gemeistert und jetzt haben wir hier Tür Nummer 100 und ja, da bin ich reingegangen. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig krass aus, Leute. Da braucht man einen Schlüssel. Ich weiß auch inzwischen, wie man es macht. Leider habe ich es nicht geschafft, Leute. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Ich habe die Tür hier geöffnet. Und was sehen wir da, Leute? Wir haben wieder das Monster. Dort ist es, Leute. Und hinter dem Monster ist auch der Schlüssel. Aber das habe ich nicht gecheckt. Und dann bin ich aber weggelaufen, Leute. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Ich wusste nicht genau, wo ich hin soll und wo der Schlüssel ist. Und dann habe ich halt einfach das hier gemacht, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich gehe weiter zurück, aber konnte ich nicht. Und dann kam auch schon das Monster, Leute. Ich habe mich irgendwie in den Schrank versteckt. Ich dachte, das Monster ist wieder weggelaufen, aber ist es irgendwie nicht, Leute. Dann bin ich irgendwie wieder aus dem Schrank rausgelaufen und ja, dann ist halt das passiert, was natürlich passieren musste. Ich wurde gesehen und erwischt. Und ja, leider bin ich da gestorben. Und das war's quasi. Leute, wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wo wir wirklich das Spiel durchspielen, also zu 100%, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert auch im Kanal, um einen coolen Roblox-Videos von mir zu passen. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!